Was geht ab, meine Z-Fighter? Osaru hier mit einer weiteren Folge zu Old But Gold. Nun, in dieser Session machen wir die alten Dokkan-Events. Heute machen wir das von unserem Beerus Summer. Dabei schauen wir uns erstmal die Informationen dazu an. Was erwartet uns? Wie sieht das Ganze aus? Und zwar gibt es zwei Stages bei Beerus. Stage 1, ja, könnt ihr eine mal gerne machen, falls ihr das noch nie gemacht habt, um Ranks und zu holen. Ansonsten droppen da Z-Sort-Medaillen und andere seltene Items, steht hier dran. Stage 2, kämpft gegen Beerus selbst. Und zwar bekommen wir diese Medaille nur einmal. Ja, eine Medaille pro Kampf. Ja, den ihr auch natürlich schafft. Dann Beerus selbst. Beerus selbst hat einen Passive-Skill. Und zwar bekommt er selbst wenig Schaden von uns. Er ist wirklich sehr, sehr tanky. Das heißt Godly Grandeur. Grandeur, wie auch immer. Und zwar ist die Sache so, wir können das aber seine Passive-Skill deaktivieren und unseren Schaden gegen ihn steigern mit diesen Charakteren hier. Und zwar, wie wir sehen, das sind die Charaktere quasi von Resurrection F. Unser Team wird dann auch dementsprechend so aussehen. An der Stelle, wie das Team aussehen könnte, Leute, ihr könnt wirklich jedes 120% Leader-Team nehmen gegen Beerus oder ein Kategorie-Team. Ihr schafft das mit Leichtigkeit, wirklich mit Leichtigkeit in der momentanen Meta. Momentan, was für Karten es gibt, das ist kein Vergleich zu damals. Damals war das Event wirklich schwer, vor allem wegen dem hier auch. Er wurde nach einer Zeit tanky. Nicht tanky, sondern er hat geraged, ja. Er hat einen Wutausbruch gehabt, seine Fury, seine Wut hat sich gesteigert, indem man ihn attackiert hat mit Superattacken. Und wenn der Balken mal voll war, dann ist er komplett explodiert, ja, so wie es hier dran steht. Wirklich eskaliert, er hat wirklich Schaden gemacht, aber in der heutigen Zeit ist es wirklich so, wenn ihr wie gesagt irgendein 120% Leader habt oder ein Kategorie-Team, dann schafft er es mit Leichtigkeit. Wir werden heute das so machen, dass ich übergehend viele Charaktere aus der Kategorie nehmen werde, weil ich dazu einfach mal Lust habe, um das zu testen, um euch mal zu zeigen, wie viel das wirklich ausmacht, wenn ihr auf so Gegebenheiten achtet, wenn ihr auf so Passive-Skills achtet, was mehr Schaden in diesem Event exklusiv macht, welche Charaktere und so weiter und so fort. Das ist sehr wichtig, Leute, nicht nur für dieses Event, sondern auch an sich für jedes andere Event. Achtet auf Dokkan-Events, auf jeden Fall bei Dokkan-Events auf sowas. Wir werden ein Heroes-Team nehmen deswegen, und zwar nehmen wir auch Vegito als unseren eigenen Leader, unseren neuen zukünftigen LA Vegito, und als Friend nehmen wir Blue Vegito, wenn wir einen finden. Schauen wir mal. Also, komm schon, jetzt müssen wir doch einen Blue Vegito finden. Das kann doch nicht sein, dass wir in der Ära kein Blue Vegito finden. Hello? Naja, wisst ihr das, Leute? Dann eine Rotation noch durch. Wenn er nicht auftaucht, dann lass mir kurz ein bisschen suchen. Und ja, ich muss ihn auf jeden Fall suchen. Also, wir sehen uns bis gleich. Also, das ist echt ein bisschen merkwürdig, dass ich da lange rumsuchen musste. Jedenfalls sieht unser Team so aus, weil es überwiegend Charaktere sind, die seine Passive-Skill reduzieren, annullieren, mehr Schaden gegen ihn machen. Und zudem haben wir drei Agil-Typen, heißt, wir haben noch einen Typen-Nachteil. Ich wollte das absichtlich so machen, dass wir mit einem Nachteil in den Kampf gehen, weil es schon ein älteres Event ist und euch mal zeigen wollte, wie ihr das trotzdem schaffen könnt, auf jeden Fall mit quasi mit einem Nachteil, nicht so guten Charakteren in Anführungszeichen. Wir haben Vegito als unseren eigenen Leader, gibt Ki plus 2 auf jeden Attribut 30% für Heroes Charaktere und Blue Vegito auf der anderen Seite Ki plus 3 50% für jeden Heroes Charakter. Items, Double Heal, Uranai Barber zum Sealen und Icarus zur Damage Reduction für 2 Runden. Alles klar. Bardock habe ich noch mitgenommen zum Sealen. Ein Sealer ist immer gut bei einem Dokkan-Event. Warum? Was heißt ein Sealer? Wenn ein Sealer eine Ulti macht, also eine Superattacke macht, dann sealt er den Gegner. Und dies wiederum heißt, der Gegner wird für diese Runde und die nächste Runde keine Superattacke machen. Wir werden das gleich im Kampf noch besser sehen, wenn das der Fall sein wird. Aber das ist ganz wichtig auf jeden Fall, ihn mit hier zu haben. Denn wenn der Beerus uns mal attackiert, wir haben ja drei Charaktere mit einem Typen-Nachteil, dann könnte das böse werden. Aber ich bin dann umso mehr gespannt, wie sich die Charaktere machen werden und vor allem, wie sich unsere Passive aktivieren wird. Das wird wirklich auf jeden Fall was ausmachen, Leute. Achtet immer auf sowas. Und dann würde ich sagen, let's go, rein mit uns. Gut, diese Rotation ist schon mal nice auf jeden Fall. Wir haben Blue Vegito, der so ziemlich einiges klären wird. Und ihn wahrscheinlich sogar schon im Alleingang hier rausnehmen wird. Ja, auf jeden Fall, ich denke schon. Hier geht, ciao. Da seht ihr mal.
Das sieht so leicht aus, Leute, aber damals war das immens schwer, weil wir gar keine Lieder hatten oder so ähnliches. Und anyways, jetzt haben wir aber unseren, jetzt soll ich das Ganze so machen, ich will auf jeden Fall Vegeto. Ich werde Vegeto rauskutieren, ich will Vegeta behalten, denn er hat den Link-Skill, der mehr Schaden gegen ihn macht, das werden wir uns gleich mal angucken. Und so, Bardock ganz wichtig, mach jetzt eine Superattacke hier. Heißt, wie gesagt, wir sealen Beerus. Dies wiederum heißt, Beerus wird für diese Attacke und nächste, diese Attacke sage ich, für diese Runde und nächste Runde garantiert keinen Schaden machen, keine Superattacke machen. Und, ja, GG. Grüß Gott, 1 Million Schaden Crit mit Blue Vegeta. Boom, mit dem Typen-Nachteil, Leute. Und ihr seht schon, seine Fury-Anzeige steigt sich immens. Aber er hat es wieder beruhigt. Oben rechts beim Beerus sein Profilbild seht ihr ein Symbol, ja. Das ist das Symbol dafür, dass er gezielt wurde. Aber Leute, das war gerade geil. Das war gerade geil, dass unser Boy Vegeta so viel Schaden gemacht hat. Ich werde jetzt absichtlich die Charaktere hier drin lassen in der Rotation, wegen dem Passive. Um euch mal zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Wir haben es eben im Prinzip schon gesehen. Pass aktiviert sich, da habt ihr es gesehen. Der eine Link-Skill, Godly Power statt da glaube ich dran oder Godly irgendwas, war orange statt gelb, andere Link-Skills. Und dieses Link-Skill heißt dann, das signalisiert euch dann, dass in diesen Events dieser Charakter, dieser Link-Skill vermehrt Schaden macht, des Gegners Link-Skills deaktiviert. Und wie gesagt, mehr Schaden macht eben. Und wir sehen schon, Blue Vegeta macht nicht sehr viel Schaden. Beerus ist sehr, sehr tanky. Aber dank dem Link-Skill, der ist einmal getriggert bei Blue Vegeta, beziehungsweise ist getriggert bei ihm immer. Aber es ist ein Super-Attack durch den Crit, der getriggert ist. Boom, haben wir ihn so immens runtergehauen. Das war geil. Machen das gleich am besten mal nochmal. Und zwar sealen wir einfach mal mit Bardock. So kann Beerus keine Super-Attacke machen. Nachdem Bardock erst geultet hat, also der erste könnte theoretisch eine machen. Dann kommen wir mit Blue Vegeta, der das Ganze wahrscheinlich beenden wird, und unser Boy Whis. Okay, so, Bardock macht eine Moment, Bardock macht jetzt eine Super-Attacke. Ich wollte das wiederholen. Er ist gesealt. Woran ihr das merken könnt, wann ein Charakter sealt, steht in einer Super-Attacke dran. Beispielsweise steht da, Bardock macht Supreme Damage, ein Seals. Super-Attack. Ja, und das wär's auch schon. So schnell kann es gehen, Leute, wenn ihr auf sowas achtet im Prinzip, wirklich, also, das ist jetzt klar. Charaktere an sich sind gut, aber das sind eben die Charaktere, die ihr mitnehmen sollt, mitnehmen könnt, die Pässe des Gegners annullieren, die mehr Schaden machen, das haben wir gemacht. Wir hatten sogar 3 mit einem Typennachteil, trotzdem sind wir sehr gut rausgegangen, Das soll ich auf jeden Fall verdeutlichen, Leute, klar, ganz klar, die alten Events sind mit der 9 Meter ohne Probleme machbar. Mit jedem 120% Leader, mit einem Katrin Leader. Nur jetzt habt ihr gesehen quasi, dass es auch mit viel schlechteren Teams geht. Heißt, wenn ihr das Team neu wenn ihr das Spiel neu anfängt und aber auf die Gegebenheiten achtet, dass ihr die Charaktere mitnimmt, die vermehrt Schaden gegen ihn machen und so weiter und so fort, dann schafft ihr das. Dann habt ihr auf jeden Fall Schattentypen Nachteil, beziehungsweise Nachteil an sich selbst allgemein einen Vorteil. Achtet auf jeden Fall auf sowas, Leute. Und das wäre es im Prinzip von der Folge. Ging wirklich schnell, aber so ist das Ganze mit Old But Gold. Ich hoffe, das Video hat euch danach gefallen. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein Prinzip, einen Eindruck davon, wie man Beerus schaffen kann, wie man besiegen kann. Wenn es in der Phase kommt, dass er seine Fury, dass er Rage, dass er in den Rage-Modus reingeht, dann wäre es auf jeden Fall gut, wenn ihr diese Runden überlebt. Quasi, wenn ihr da Probleme habt mit dem Tank, kann euch aushelfen oder auf jeden Fall ein Sealer, wie wir gesehen haben. Wir haben nur Auto-Attacks bekommen, das hat nicht viel Schaden gemacht. Also Leute, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Abonniert mich, falls ihr neu hier seid. Schaut auf meine Social Media Kanäle vorbei, alle Links in der Beschreibung. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.